Wir schauen, wie es Tarzan heute geht, nach geschaffter Pubertät. 10 Jahre später, ein Löwe steht da, doch selbst der ist heute nervös, denn vom Himmel brüllt es bös. Es schüttet schrecklich, blitzt und kracht, die Natur zeigt ihre Macht, bedroht die Tiere mit Gewalt, da wären selbst Löwenpfoten kalt. Auch Menschen, die hier eingeboren, fühlen sich verlassen und verloren, weil ein Gott sie wohl verachtet, werden mehr Opfer bald geschlachtet. Unheimlich heult, wo Blätter sind, der gnadenlose, harte Wind. In dieser Welt, die so beschwerlich, wurde Tarzan nun volljährig. Was anderen pure Furcht aufzwingt, diesen Mann zum Schwingen bringt. Blitzt und regnet es in Strömen, kann er sich gut daran gewöhnen. Wenn Regen donnernd niederdrischt, fühlt sich dieser Mann erfrischt. Wo andere Bestien ängstlich kuschen, geht der Herr des Dschungels duschen. Ein Wolkenbruch kümmert ihn nicht, den Stimmbruch hat er hinter sich. Und so ertönt im Wetterbrei durchdringend fest der Tarzanschrei. Oh!